Bundesliga. Raumschiff Enterprise. Es ist die Magie des Theremin, die diese legendäre Kernmelodie so speziell klingen lässt. Das Theremin ist das einzige Instrument, das beim Spielen nicht berührt wird. Erfunden ist es in den 1920ern worden. Jetzt erobert es die Konzertbühnen. Heute ist es im 4&1 in Innsbruck zu erleben, gespielt von einer ganz besonderen jungen Dame, einer absoluten Meisterin ihres Fachs. Carolina Eick gehört zu einer Handvoll Musikerinnen, die das Theremin konzertreif beherrschen. Heute Abend wird sie das im Konzert mit dem Orchester der Akademie St. Blasius beweisen. Gestern hat sie erst einmal Kindern der Musikhauptschule Olympisches Dorf den Zauber ihres Instruments näher gebracht. Es gibt zwei Antennen, die an einen Holzkasten angeschlossen sind und die senden elektromagnetische Felder aus. Und mit dem Körper beeinflusse ich mit der einen Hand die Tonhöhe und mit der anderen die Lautstärke. Carolina Eick hat schon als 13-Jährige eine spezielle Fingertechnik entwickelt, mit deren Hilfe sie einzelne Noten treffgenau spielen kann. Was vielleicht fürs Publikum wichtiger oder interessanter ist, ist das Theremin. Das kennt man eigentlich zum Beispiel, jeder kennt Raumschiff Enterprise. Jeder hat sich wahrscheinlich schon mal gewundert, was ist das? Das ist genau das Theremin. Ich versuche auch immer, das ein bisschen aus dieser mystischen Ecke rauszuholen, weil es halt noch so viel mehr kann, als irgendwie nur cool auszusehen und irgendwelche komischen Sounds zu machen. Okay, danke schön. Carolina Eick spielt das Theremin heute im Orchesterkonzert um 20 Uhr im 4&1 in Innsbruck. Coole Sensation.